Moin Moin, wir sind in der Marina Orlando, kurz vor einem Tankstopp und wie immer, wenn man an Land ist, wohin gehen wir? Zur Ersatzteile aus der Cranberry holen. Wenn die welche hier noch ein paar Eindrücke aus der Marina, dann kommt noch ein bisschen Vorbereitung beim Kaffee, Logbuch schreiben, Planung für die Fahrt und dann geht's auf in die Äolischen Inseln. Wir nähern uns den Liparischen Inseln. Unser erstes Ziel ist die Insel Vulcano. Wir erreichen Vulcano am späten Nachmittag und können in der Ankerbucht Porto Ponente, die nach einem der vier Windrichtungen benannt ist, ankern und haben dort eine wunderbare Sicht auf den noch aktiven Vulkan Vulcano, den wir morgen dann besichtigen wollen. Der Tag klingt dann langsam aus und verabschiedet sich mal wieder mit einem imposanten Sonnenuntergang. April 14. Heute nehmen wir das Dinghy und landen auf der Insel Vulcano und wollen den Vulkan besteigen. Durch verlassene Ortschaft geht es vorbei an Warnschildern, die vor den Gefahren des Vulkans und möglichen Eruptionen warnen. Immer höher hinaus finden wir nachher den Zugang zu einem Pfad, der an den Vulkankrater führen wird. Dieser ist aber gesperrt und auch hier wird vor giftigen Gasen und extremer Gefahr gewarnt. Trotzdem wollen wir es wagen und den Anstieg zum Krater zum Erlebnis werden lassen. Rechts davon Kefalu. Die zwei kleinen Inseln. Salina. Lipari. Im Hintergrund ist jetzt der Stromboli. Und hier ist die Mondlandschaft von Vulcano. Nach einem teils abenteuerlichen Aufstieg, weil der Weg, der da heraufgeführt hat, durch vulkanische Aktivitäten teilweise unterbrochen war, haben wir dann endlich das Ziel unseres Tagesausflugs erreicht und standen oben am Kraterrand. Dort konnten wir dann die Fulmerolen, also die schwefelhaltigen Dämpfe, die da austreten, bewundern. Teilweise optisch als auch olfaktorisch, sprich es stank. Ja, an dem Tag war außerdem relativ heftiger, ja, stürmisches Wetter, also Sturm nicht, aber stürmisches Wetter. Wir hatten da oben rund 25 Knoten Wind und deswegen war uns ein Rundgang um den Krater dann doch etwas zu gefährlich. Nach dem Abstieg durchs Dorf entlang eines alten Schwefelbades haben wir es wieder zurück aufs Schiff gemacht und dort gab es dann noch frischen Fisch vom lokalen Fischer.
angesagtem starken Scirocco-Wind mit hohen Wellen sind wir in den Hafen Porto Pignataro auf Lipari gefahren. Dies ist der einzige Scirocco-sichere Hafen in den gesamten liparischen Inseln und dort wollten wir halt das schlechte Wetter abwettern. Haben wir die Industriebauten, die so langsam vor sich hin rosten, besichtigt. Lipari hat lange Zeit Bimsabbau betrieben und verschifft. 2007 wurde der Abbau eingestellt. Nun kann man nur noch die vor sich hin rostenden Industriebauten und die Förderbänder besichtigen. Inseln ist gemeinsam, dass der Sand schwarz ist. Das heißt, es ist Vulkansand. Sehr interessant. Im Norden der Insel ging es dann weiter zu einer kleinen Kirche an einem hochgelegenen Punkt. Dies sollte im Norden der schönste Aussichtspunkt sein, wo wir auf die verschiedenen Inseln gucken konnten. Auf dem Boden befindet sich ein Mosaik, das die Windrichtungen beschreibt. Somit hat uns die Bucht Porto Ponente vor Westwind geschützt und der Hafen Pignataro vor Südostwind, dem Scirocco. Im Reiseführer stand unbedingt als Geheimtipp zur römischen Therme auf Lipari fahren. Mit nicht vorhandenen Wegweisern über verschlungene Pfade und mit Google Maps haben wir dann diesen Ort gefunden. Am Rande oder neben einem ehemaligen Kurhotel war dann tatsächlich diese römische Therme zu finden. Das Kurhotel war alt, verfallen und schon länger nicht benutzt. So sah es jedenfalls aus. Und trotz alledem hat sich der Weg dahin gelohnt, allein schon wegen des Ausblickes. Und ja, es war ein Lost Place und wir hätten zu gerne mal hinter die Fensterläden, die geschlossenen, geguckt. Ostern beginnt mit den üblichen Ostereiern, der Tag allerdings etwas verregnet und stürmisch. Trotzdem werden wir einen Ausflug machen. In Lipari Stadt findet man auf dem Felsen hoch über der Stadt die Festungsanlage. Dort ist mittlerweile untergebracht das Archäologische Museum. Ja, man hat wunderschöne Ausblicke auf den Stadthafen und auf die Bucht von Lipari. Und ja, und dann standen wir da oben und dann sehen wir einen Freund vorbeischippern mit seinem Bötchen. Da mussten wir dann ganz schnell runter in den Hafen und ihm Hallo sagen. Einer der Must-Dos für Segler in den Liparischen Inseln ist es, gegen Abend zur Insel vom Vulkan Stromboli zu fahren, dort zu ankern und dem Vulkanspiel
mit der Lava vom Boot aus zuzugucken. Wir hatten allerdings in Lipari, auf der Insel Lipari, in dem einzigen Hafen der liparischen Inseln, der auch sturmsicher ist, einen guten Platz ergattert. Und es war mittlerweile war Sturm angesagt und wir wollten dann nicht mehr mit dem Boot raus, weil wir hätten hinterher womöglich keinen Platz mehr, keinen sturmsicheren Platz mehr bekommen. Deshalb sind wir mit einem ganz normalen Touristenboot von Lipari losgefahren an der Insel Panarea vorbei. Da sind wir einmal drumherum gefahren, haben dann den Sonnenuntergang an der Grotta del Amore, romantisch, allerdings nicht auf dem Touristenboot, geschaut und sind dann zum Stromboli und haben dort quasi die Vulkanaktivitäten besichtigt, bestaunt, ja, was auch immer. Die liparischen Inseln verfügen über kein eigenes Süßwasser. Aufgrund dessen tourt ein Wasserschiff, also ein Tanker mit Süßwasser, von Sizilien oder vom Festland aus zu den Inseln und versorgt die Einwohner mit frischem Wasser. Der Strand am Stromboli besteht aus schwarzer Vulkanasche. Hier warten wir auf den Sonnenuntergang, weil wir im Dunkeln mit unserem Ausflugsboot um den Stromboli herumfahren wollen, um dann im Dunkeln einen spektakulären Vulkanausbruch oder einen Lavastrom sehen zu können. Sonnenuntergang an der Grotta del Amore, romantisch, allerdings nicht auf dem Touristenboot.
In der Zeit, in der wir auf den Liparischen Inseln waren, war der Stromboli auch aktiv und so hatten wir das Glück, dann doch so ein bisschen Lava und Lava-Ausbrüche zu sehen. Bordleben heißt, an den schönsten Plätzen der Welt das Boot zu reparieren und zu putzen. Edelstahl putzen, Dauerthema. Ja, und wieder zurück auf dem Boot stellten wir fest, der Hafen in Lipari Stadt wurde immer voller und voller. Es kam wirklich alles rein, von Yachten, Motorjachten, Segeljachten mit Eigentümern, jede Menge Charterjachten, wo wir übrigens nettes Hafenkino hatten, und sämtliche Fischer, alle kleinen und großen Fährboote. Hallo Schorsch. Alles, was irgendwie da rumschwimmt, sonst um die Liparischen Inseln, war in diesem Hafen. Wie gesagt, dem einzigen sicheren bei Sturm. Und es war knackevoll und es war wie Tetris spielen. Es ging da kein Boot mehr rein. Hier im Scirocco. Da hinten die Monos, die wackeln ganz gut. Da. Und hier liegen die ganzen Fischer. Vor dem Hafen gibt es Molen bzw. Stege, die sind für gut Wetter dort angelegt. Diese Schwimmstege sind in der Hauptsaison bei schönem Wetter alle voll belegt mit Yachten. Bei dem Wetter allerdings will da kein Mensch mit seinem Boot festmachen, weil sicher ist anders. Kein Wunder, dass da keiner an den Schwimmstegen liegt. Sand hat ganze Arbeit geleistet. Wow. Ja, ich glaube nicht nur abspritzen, ne? Ja, man sieht's. Die Kollektoren sind auch zu. Nee, das. Don't worry, be happy.
Also die ersten sind ja schon wieder weg, ne? Wir sind schon wieder weg. Die ersten da, ein bisschen Lücke schon wieder. Yoshi Maus! Yoshi Maus!